tragisch. Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Sprich Klartext, Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samael wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. Du hast Tiamat besiegt, nicht wahr? Der Zerstörer wird gar nicht erfreut sein. Du brauchst Vulgrim mehr denn je, nicht wahr? Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Verlassen, dass sie gelitten hat? Nicht annähernd genug. Wundervoll. Der zweite Wächter, die Quälerin, nutzt die Tunnel unter diesem Ort. Aber zuerst stößt man auf ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Ultar,
einer der Alten. Davon hast du vorher nichts gesagt. Änderst du bereits das Abkommen, Samael? Sei still, Abschaum. Ich mach mein Geschäft mit dem Reiter. Ultan ist kein Verbündeter des Zerstörers. Aber du wirst die Quälerin nicht finden, ohne dich dem Schwarzen Hammer zu stellen. Und das erfordert Kraft, die du nicht hast. Na, noch nicht. Was zur Hölle glaubst du, was du da machst, Samael? Sag ihm, Beobachter, wie du die wahre Macht des Reiters unterdrückst, um ihn an der Leine des Rates zu halten. Krieg! Vernichte diesen Parasiten. Schaut mich nur böse an, dann wird der Rat euch vernichten, euch beide. Ich werde beschützt. Hier jedoch nicht. Du bist Krieg, Reiter des Roten Rosses. Keine Marionette an den Fäden dieser armseligen Kreatur. Krieg, ich werde dich leiden lassen. Konzentriere deinen Zorn. Große Erregung erfasst dich und brennt darauf, auszubrechen. Du musst sie freilassen, oder du bleibst eine Marionette. Du bist wiedergeboren. Was war das? Der Reiter ist gebrochen, aber es steckt noch viel Macht in ihm. Einen Moment lang sah ich einen, der sich allein gegen die Armee des Zerstörers stellen könnte.
Warum vergeudet Samael unsere Zeit mit diesem schwarzen Hammer? Naja, wir sollten wohl einfach weitermachen.